Willkommen zurück zu Ahead in Time. Heute machen wir Snatcher-Münzen in der Nyakusa Metro. Drei Stück gibt es hier. Falls du den... okay, das ist klar. Deswegen haben wir ausgerüstet. Ich sehe sogar, hier auf dem Schiff sind noch ein paar Sachen, die wir nicht eingesammelt haben. Es können Tokens sein, es können gleichzeitig aber auch Sticker sein. Ich glaube, es sind wahrscheinlich einfach nur Sticker. Haben wir schon wieder genug für eine neue Runde? Tatsache! Yay! Nehmen wir aber das erste, was wir hier finden können. Warum nicht? Einen Sprinthut. Der ist lustig. Der ist ein bisschen groß. Ich hab, glaube ich, lieber den Dino, weil der passt sich immer an der Farbe an. Na gut, Nyakusa Metro wissen wir alle, denke ich mal. Der ist hier unten. Ist hier noch irgendwas? Zeigt er mir noch irgendwo hin? Nicht wirklich. Na gut, dann gehen wir jetzt hier durch. Wihi! Eventuell ist hier noch was? Sticker-mäßig? Maybe? Über mir vielleicht? Bisschen rumklettern, bisschen rumjumpen-run. Ich weiß nicht. Der zeigt mir halt auf jeden Fall irgendwas an. Aber sehen tue ich jetzt halt nichts. Na egal, dann halt nicht. Was soll's. Tjong! Ja, wenn wir schon mal hier sind beim Nyakusa Metro, würde ich sagen, können wir auch gleichzeitig nicht nur die Snatcher-Münzen sammeln, sondern generell auch ein paar Tokens. Lol, was? Zum einen, warum liegt hier so viel Geld rum? Ach so, das ist das ganze Geld, was wir bekommen haben von der Lady. Lol. Und hier ist der Remix. Genau, wenn wir direkt daneben stehen, kommt dieser Remix. Yeah, yeah, yeah. Okay, genug Spaß. Fangen wir an hier. Im, ja, ich würde sagen, direkt ein Free Roam. Free Roam kommt direkt alles erreichen, denke ich. Ich weiß nicht wieso, aber dieser DLC muss irgendwie doppelt so lange laden als alle anderen Level. Okay, ist aber auch ein großes Open, Free Roam Level. Ähnlich wie Alpine Skylines, egal. Pfeil zeigt uns keine Tokens mehr an. Vielleicht haben wir ja alle oder es gab hier keine. Das sagt hier lang. Pink Pass. Nee, du hast nur ganz normale Sachen. Okay. Hier unten aber nicht. Nee, irgendwo oben. Hm? Da oben? Bin ich denn überhaupt richtig? Oh. Ich kann es sehen. Da ist es. Das ist eine Münze. Eine von den dreien. Ja, okay. Ich denke, ich weiß, wie ich da hinkomme. Und zwar springe ich erstmal hier rauf. Miau, miau. Und dann auf das andere Miau, miau. Und von hier aus, ja, easy. Machen wir einen gezielten Sprung. Hier kann man stehen. Yay, eine Münze haben wir. Yippie. Terrible day. Okay, wo geht's als nächstes lang, Kumpel? In den Tod? Okay, wenn du es sagst. Oh, da unten haben wir irgendwas geladen. Habt ihr es gesehen? Wait. Das kann ich doch bestimmt schießen. Wieso nicht? Das macht keinen Sinn. Ich kann da doch stehen. Spiel lässt mich nicht. Na gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach unten kommen. Ich denke mal von hier. Hä? Ja? Nein? Jein? Ah, doch, das könnte sein. Das könnte sein. Wait. Ah, nee, die sind zu schnell. Ich kann die nicht backtracken. Die sind viel zu schnell. Ah, da kann man auch gar nicht stehen. Oder warte mal. Nee. Hier will ich gar nicht lang. Oder? Aua. Vielleicht will ich doch lang. Warte mal. Seid ihr woanders hin? Hä? Hör, ich habe mich teleportiert. Und hier ist ein Sticker. Ich sehe nichts. Danke, Spiel. Ich hab Sticker! Whee! Schlimme ist, ich habe voll vergessen, wo die Verkäufer sind. Das heißt, ich kann selbst, wenn ich es wollen würde, mir jetzt keine Sachen kaufen. Obwohl ich das Geld dafür jetzt hätte. Tatsächlich. Hast du was? Ah, du hast noch was! Gemischte Beeren. Okay, blau-rot. Das ist ganz nett. Ja, gefällt mir. Zitrus. So grün und dann so Zitronen. Zitronengelb.
Oh, hat sogar so Textur. Cool, das sieht süß aus. Und ein Sprinthut, so eine Cap, so eine Cappy. Das ist ganz lustig. Ja, ganz nett. Bye bye. Ich such weiter. Ah, warte mal, hier genau. Hier unten war doch noch ein Verkäufer. Richtig? Bist du es? Ja. Boah, das ist richtig viel. Okay, Festung. Wir kommen jetzt einfach alles. Komm, warum nicht? Warum nicht? Da ist halt sehr viel rot und braun. Mauerzinne. Gelb-blau hatten wir doch schon, oder? Wo ist das Gelb? Ist halt größtenteils so hellblau. Die Gerechtigkeit. Drei Farben auf einmal. Haben wir auch noch nicht gesehen. Wie sieht das aus? Drrrrp. Mustache Girl! Oh mein Gott! Das ist ein tolles Outfit. Gemütlicher Pullover. Es ist wie ein Kissen, in dem du hineinsteigen kannst. Aha. Sogar wie so ein Kaffee-Logo drauf. Oh, kuschelig. Das ist kuschelig. Ein neuer Filter. Pop Art. Ja, den können wir uns auch mal ausprobieren dann. Der Luma kriegt alles als ein... Da probieren wir direkt aus, die Kamera. Jetzt mal ausrüsten. Ja, machen wir schnell. Nee, das war der falsche. Hier, Kamera. Zack. Menü. Kamera Art. Nee. Frei. Wie wechsle ich? Achso. Ich kann Sticker hinzufügen. Ach, hier sieht man übrigens Sticker-Fortschritt. Glaube ich. Teilweise. Wie auch immer. Hashtag kein Filter. Action blau. Kalt. Verträumt. Just girly things. No. Purple Night. Silhouette. Die 80er. Sonnenuntergang. Vibrant. Altmodisch. Altmodisch 2. Und das wir gerade gekauft haben. Pop Art. Oh, das ist cool. Das ist actually ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Oh. Ach, den muss ich auch noch killen. Wait, die zählen dazu, glaube ich. Ja, die zählen dazu zum Gegnertypen. Zählt ihr auch zu den Gegnertypen? Ja. 8 von 10, von 12. Ist sowas zu verkaufen? Tatsache. Okay, 50-jährige Rache. So, schwarz-rot. Ganz nett. Milchstraße, das sieht cool aus. Vor mit diesen Mustern drauf. Das sieht richtig cool aus. Oh yeah, ich mag die Sterne. Zeitlupenhut Flair? Was bedeutet das? Gimme! Schon da irgendwas anderes? Nee. Ist das einfach nur ein anderer Hut? Jetzt ist ein anderer Hut! Okay, ich war mir wegen der Bubble nicht so sicher. Das ist lustig. So ein Space Suit. Glorreiche 2-Bit-Action. Retro-Anstecker. Oh mein Gott. Ist es das, was ich denke, was es ist? Bitte ist es genau das. Oh mein Gott, das ist sogar noch besser als gedacht. Oh mein Gott, das ist ja mega cool. Also sorry, aber das fühle ich richtig. Das ist, oh mein Gott. Ey, das feiere ich. Das ist cool. Ey, ich spiele jetzt so ein bisschen. Komm schon. Da kann man doch ruhig ein bisschen so spielen. Naja, das muss wieder aus. Das können wir ein andermal machen, aber jetzt ist es ein bisschen schwierig, sich hier rumzufinden. Außerdem bin ich, glaube ich, stuck hier, also muss ich neu starten. Oder komm wieder zurück? Ich weiß es nicht. Da ist sie! Ich habe sie gefunden! Oh, sie sterben. Das sind Gegner. Oh, die Ratten. Okay, wait. Das ist der Gegner. Oh. Okay, habt's gesehen. Ich bin hier beim Blauflosstunnel. Ich bin hin und her gelatscht, aber irgendwo unten beim Blauflosstunnel. Ist die Coin. Und ich hab sie! Auch wenn ich jetzt sterbe! Ich hab sie! Beim Grünen? Der zeigt jetzt im Grünen hin. Ich glaube, das ist hier beim Grünen. Gab's hier nicht auch einen Typen, der was verkauft hat? Ich meine ja. Ich glaube, hier gab's auch einen Typen, der was. Du!
Ja, hier ist noch einer. Kommt der vorletzte, der mir noch fehlt. Hamburger. Ja, sind halt Hamburgerfarben, glaube ich. Oder? Door. Zu heiß zum Anfassen. Hot Wheels. Oh Gott, ich hoffe wirklich, dass das Geld reicht. Eigentlich müsste es reichen. Das ist cool. Das ist richtig cool. Hexenhufler. Das ist. I want! Das ist einfach ein Hamburgerhut. Ein Hamburg-Hut. Ja, keine Ahnung. Er wackelt so da so rum. Will ich euch gleich zeigen. Und friedlicher Anstecker. Erlebe Ruhe und Frieden, wann auch immer. Was? Wann auch immer du tanzt? Warte, das heißt, die Musik spielt immer von Ruhe und Frieden mit diesem Anstecker. Das wäre richtig cool. Mit diesem Regenbogen-Effekt. Okay. Bye bye. Guck, wie es wackelt. Okay. Wie funktioniert denn der? Erlebe Ruhe und Frieden. Ich hör's! Ja! Einfach lang genug tanzen, irgendwann kommen die Effekte. Yeah! Okay, wir müssen weiterziehen. Wir müssen leider weiterziehen. Da ist ein Sticker. Hier, schaut mal, hier kann man so ein grünes Ticket, glaube ich, kaufen. Und dann hier oben ist noch ein Pon! Oder sowas. Wo ist das? Hier ist es. Yay! Jetzt zeig mir auf jeden Fall dort hinten hin an. Ich glaube, da oben sollte es sein. Ich versuche mal irgendwie nach oben zu kommen. Ja, da hinten ist es. Okay. Ich habe schon eine Idee, wie ich rüberkomme. Gib mir mal den Sprinthut. Und zwar, hier kann man stehen. Schön. Wir sprinten hier rüber. Aufpassen. Wollen hier nicht runterfallen. Sprinten hier rüber. Warten auf den nächsten Zug. Den habe ich jetzt verpasst. Ich sehe hinten noch einen Sticker. Ruhig, bin schnell. Ah ne, das ist kein Sticker, das ist die Uhr. Okay. Egal, von hier habe ich es leider falsch gemacht. Okay, schade. Ich dachte, da wäre ein Sticker, deshalb bin ich dann nochmal hingesprungen. Hä? Achso, ja, danke für die Abkürzung, Spiel. Danke. Tatsächlich? Ja. Okay, schnell. Muss den Zug noch bekommen. Yay! Und boah, geschafft. Alle drei Coins. Doch, wir sind noch nicht fertig. Hier gibt es immer noch was zu erkunden. Nicht nur fehlt uns noch ein Verkäufer, vielleicht auch sogar zwei, sondern scheinbar gibt es hier noch irgendwas zu sammeln. Vielleicht Sticker, vielleicht noch Tokens. Wir schauen mal. Bis gleich. Okay, hier, wo diese pinken Tickets verkauft werden, ne? Lol. Hier kann man hochspringen. Und hier vorne ist der letzte, der mir noch gefehlt hat. Den habe ich jetzt wirklich erstmal gesucht. Ich weiß nicht, ob es hier auch eine Abkürzung für gäbe, aber ja, hier ist auf jeden Fall. Und ich sollte noch genug Geld haben für alles. Quark! Das ist eine coole Farbe. Ganz nett. Chaos! Das sieht auch cool aus. Bin gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Wer ist das gedacht? Cool. Zeitlupenhut? Einfach nur Kopfhörer? Ja, warum nicht? Basic, aber funktioniert. Oh, die passen sich eine Farbe an. Sehr cool. Und das letzte. Retro VR Anstecker. Meine Augen tun weh. Ist einfach der Virtual Boy. Ich glaube, es ist einfach der Virtual Boy, oder? Ich bin gespannt. Also, es ist der Gay Boy Anstecker. Aber mit den Virtual Boy Farben. Ja. Meine Augen tun mir weh. Das stimmt. Na gut, dann suchen wir jetzt nach dem letzten Ding. Schau mal, wie viele wir jetzt haben. Wow. Gibt es hier noch einen Anstecker? Einen Platz haben wir hier noch. Keine Ahnung. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich alles gekauft habe. Hab's gefunden. Bin einfach runtergesprungen. Von da oben. Ich weiß nicht, ob ihr seht, wo ich bin. Da hinten sehe ich das Tor zum Gelben. Ich bin hier einfach rübergesprungen. Hier ist die Coin. Also ich weiß nicht, ob es die Coin ist, aber... Doch, doch, das ist die Coin. Zack, hier ist ein Risk-Token. Kann man einfach ein bisschen hochjumpen. Und es gibt noch mehr. Oh. Nett. Hier oben? Direkt hier? Wait, ich glaube, ich bin sogar direkt schon da, oder? Wait.
komme aber nicht hoch. Da oben ist es. Oh, knapp. Da musst du wirklich einen sehr hohen Sprung machen. Weiter geht's. Noch mehr Tokens. Unter mir. What? Wait. Mit der blauen Bahn können wir runter. Ach, jetzt übrigens ein Sticker. Schaut mal. Oh, wie süß. Och, wie knuffig. So ein Hut-Outfit. Ja, warum gibt's das nicht im Spiel, hä? Nee, hier ist es aber nicht. Oh, warte, hier könnte es vielleicht doch sein. Komm mal runter. Naja, ich weiß auch nicht. Hier ist noch ein Sticker. Bin ja runtergegangen. Und hier ist noch ein Sticker. Schaut mal. Stickenstar Achievement. Oh, süß. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Nee, hier geht's nur runter. Ist aber. Muss ich. Er sagt halt, dass es direkt unter mir ist. Ich weiß nicht, wo es sein könnte. Kann man hier irgendwie noch runter? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hä? Ich kann mit ihm von hier oben raus reden. Okay. Bye bye. Es ist doch nicht hier in diesem großen Raum. Es ist irgendwo unten. Ich darf da aber echt. Alter, jetzt bin ich jetzt ernsthaft hier locked? Nein, oder? Ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, doch. Das hasse ich halt so. Jetzt bist du hier einfach stuck und kannst nichts machen. Ich weiß halt wirklich nicht, wo das ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich so schon seit einer halben Stunde gefühlt. Nicht wirklich, aber... Viertelstunde. Das ist halt, wenn ich spawne, ist es sofort unter mir. Ich habe leider keine Karte von diesem Ort. Ich finde es blöd, dass man hier keine Karten hat. Direkt unter mir. Wie komme ich direkt unter mir hin? Ich habe erstmal gedacht, ja, wie dann wohl, hiermit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist falsch. Es gab einfach einen Token beim Pinken, einen beim Blauen. Meine Vermutung ist ja, wenn es nicht beim Grünen ist, weil das Grüne geht hoch, dann ist es vielleicht doch beim Gelben. Auch wenn das hier woanders hin zeigt. Oh, da ist ein Sticker. Den sehe ich gerade. Ich meine, wenn ich ihn schon sehe, dann kann ich ihn auch holen. Hi! Na komm! Na komm! Ja, fallen lassen jetzt! Fallen lassen jetzt! Fallen lassen jetzt! Ja! Yippie! Ich habe noch keine Ahnung. Wofür ist das hier eigentlich? Seht ihr das? Eins ist grün, eins ist rot. Gibt es hier noch einen Schalter, den ich aktivieren muss? Weil schaut mal, die fahren ja alle hier genau da unten hin, wo ich lang muss, oder? Vielleicht habe ich einfach einen Bereich noch gar nicht freigeschaltet, so optional. Und das ist dort? Egal, ich gebe es jetzt erstmal auf. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ein Fall zeigt übrigens hier rüber, glaube ich. Thank you! Yippie, oder? War das der einzige Fall? Ich hab's ausgerüstet, ihr seht's. Ja, jetzt ist der Fall wirklich nur zum Sticker hingezeigt. Na gut. Dann sind wir scheinbar erstmal fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde hier drehen. Was haben wir denn da für einen Hut? Einen Eishut! Flares sehr selten. Was ist denn das? Ach, so eine Ziege, oder? Ich glaube, so eine Ziege. Ich glaube, das soll das sein. Und nochmal können wir. Cool. Hä? Kitzhut. Aber mit einer Rose drauf. Süß. Aber ich meine, als Completionist darf ich keinen anderen Hut nehmen davon als den Completist-Hut. Ja. Okay, mehr haben wir nicht. Ich glaube, man braucht auch nicht unbedingt alle. Soweit ich weiß, kann man noch anderweitig Rift-Tokens bekommen. Vielleicht war es auch nur ein Sticker. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich lasse es erstmal. Und ja. Halt! Ich habe zwar den Token nicht gefunden, aber wenn wir hier beim Grünen runtergehen,
Dann gibt es hier unten tatsächlich noch ein Outfit, was wir vergessen haben. Ich hab doch noch nicht alle. Eins gibt's nämlich noch, und zwar bei dem Dude hier. Also hier. Falls ich wundere, wo wir hier sind. Gut, ich hätte auch einfach ja hier die Gasse runtergehen können, den ganzen Weg hier entlang. Hier ist, glaube ich, auch ein Time Rift. Und hier ist noch ein Dude, der einen noch das coolste Outfit ever verkauft. Und zwar das hier, das kommen wir gleich zu. Erstmal die anderen Farben. Kirschsoda. So. Ich habe ja schon gefragt, warum ich noch so viel Geld übrig hatte. So, ist ganz nett. Hier ist aber sehr dunkel dort. Kleine freche Biene. Ja, ist halt Bienen-Outfit, denke ich. Ne? Ja, ungefähr. Ist halt sehr dunkel hier, aber ungefähr. Kaffee mit Sahne. Auch ganz cool eigentlich. So ein bisschen keksmäßig. Pizza Time! Ist das wirklich einfach so ein Pizza-Outfit? Ich habe das Gefühl, ja. Ja, es ist einfach ein Pizza-Outfit. Ganz cool. 200, 200. Na, ich habe nicht mehr genug. Ganz knapp, vor allem ganz knapp nur. Egal, kommen wir erstmal das hier. Sieht nicht fertig aus, aber das ist heutzutage cool. Wireframe. Ja, das ist voll in, voll Modio. Ja, die anderen 18 ruhig nur noch. Und schaut euch das mal an. Wie das aussieht, das ist cool. Oh, aber die Hüte sind die Standardhüte alle. Ja, das ist alles die Standardhüte. Trotzdem cool. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich zu sein mit euch, ich finde den Standard-Zeitlupenhut echt irgendwie langweilig. Ich weiß nicht, der gefällt mir am wenigsten. Ansonsten, ja, das ist ganz cool. Ich gehe kurz farmen und dann, ja, da hinten ist zum Beispiel noch ein bisschen Money. Ja, dann hole ich das schnell. Freunde, ich habe hier irgendwie ein Problem. Wo stehe ich? Also eigentlich sollte hier ein Bouncy-Dude sein. Der ist jetzt komplett weg aus irgendeinem Grund. Das ist definitiv ein Fehler. Ich wollte eigentlich gerade wieder zurückrennen. Ach, übrigens, der Laden von ihr, ne? Man kann jetzt einfach so rein. Hier ist Polizei vor der Tür. Guckt sich ja alles an. Und was sagt sie dazu? Walking right back into my claws. Bold. Make no mistake, child. If these police officers weren't making a show of investigating things right now, you would not be leaving a second time. Thanks to your little stunt, the chief wants to renegotiate our arrangement. He thinks sending a few of his kittens down here will pressure me. Uh-huh. They won't find anything, of course. They're not that stupid. But it does mean I need to keep things orderly for a little while. No accidents happening to anyone. This'll all blow over soon. If you're smart, you'll run. Mach ich gleich. Ich muss mir noch ein bisschen umschauen hier. Ich bin wieder da. Und ich möchte mir meine letzte Belohnung holen. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt haben wir alles. Kaleidoskop. Wahrscheinlich so ein Kreis, oder? Aber nur so ein mittiger Kreis. Als Filter. Zumindest das, was ich mir gerade vorstelle. So. Warum wackelt das alles so? Keine Ahnung. Müsst jetzt damit leben. Filter. Wir wissen das. Ach hier. Kaleidoskop. Höh! Was zum... Wow! Achtung, ich hafte für nichts. Boah, oh Gott, die Farben, das ist crazy. Achtung, ich mach einmal ganz kurz schnell. Whee, boah. Wie das aussieht, ey. Mal gucken, was YouTube damit macht, aber... Das sieht echt krass aus. Hier bin ich! Boah, das ist krass. So, wieder aus. Wow.